Mitten im Allgäu, am Fuße der Alpen, entsteht auf einer Fläche von 184 Hektar ein gigantischer Ferienpark. In 1000 Ferienhäusern sollen rund 5000 Gäste Urlaub machen. Doch bis zur Eröffnung ist es noch ein weiter Weg. Durch das Aufstellen weiß man noch nicht, wo sich die Kraft verlagert. Das ist gefährlich. Es ist eine Baustelle der Superlative. Rund 1100 Männer arbeiten im Akkord, damit rechtzeitig zur Parkeröffnung alles fertig wird. Kurz vor der Eröffnung fehlt noch das Dach einer riesigen Rutsche. Das muss drauf, egal wie. Und der TÜV prüft die Parkattraktionen auf Herz und Nieren. Ist natürlich ein erheblicher Sicherheitsmangel. Wird der Mega-Ferienpark noch rechtzeitig fertig, bevor die ersten Gäste anreisen? Leutkirch im Allgäu. Auf diesem Areal, das so groß ist wie 258 Fußballfelder, werden schon bald rund 1 Million Urlaubsgäste pro Jahr erwartet. Nur noch 6 Monate sind es bis zur Eröffnung des riesigen Ferienparks. Heute bekommt das Zentralgebäude sein ganz besonderes Dach aus Luftkissen. Darunter errichten die Bauarbeiter zunächst eine Konstruktion aus tonnenschweren Rundbögen. Sie bestehen aus speziell präpariertem Massivholz. Das ist eine spezielle Farbbeschichtung. Die ist für Schwimmbad geeignet natürlich, die Stahlbinder genauso. Einfach um ja, auch einen hellen, transparenten Eindruck zu bekommen von dem Ganzen. Von der ganzen Konstruktion, weil wenn sie das dunkel machen, dann drückt es natürlich die ganze Konstruktion nach unten, rein optisch. In 10 Meter Höhe, oberhalb des Dachs, müssen die Männer jetzt die Querstreben zwischen den Holzbögen montieren. Dafür benötigen sie einen Steiger, doch der steht noch unten. Per Kran müssen die Männer die schwere Maschine nun zunächst auf das Dach hieven. Doch das klappt nicht wie geplant. Ausgerechnet hier wurde bereits eine Treppe gebaut. Und von dieser Position aus reicht der Arm des Steigers nicht bis zum Montageplatz auf dem Dach. Ich habe es jetzt gerade einmal probiert. Wir kommen noch nicht dahin, wo wir hinwollen. Deswegen müssen wir ihn jetzt noch einmal umsetzen. Eine Etage höher. Mit dem Baukran, dass wir arbeiten können. Also wird der Steiger kurzerhand mit Hilfe des Krans auf ein höher gelegenes Podest gehoben. Jetzt kommen die Männer endlich an ihren Arbeitsplatz. Doch schon gibt es das nächste Problem. Passt nicht rein, ja? Passt nicht. Weil die Montage der Stahlträger da oben ist millimetergenau. Und damit wir fürs Einbau ein bisschen Spiel haben, müssen wir halt die Binder noch wieder auseinanderpressen. Das geht mit dieser Stockbinde. Das funktioniert wie ein Wagenheber. Damit können wir die Binder, kann man 3 Tonnen mit auseinanderpressen. Die Holzbögen sind bisher nicht mit Beton vergossen. Deshalb lassen sie sich noch auseinanderpressen. Somit passt auch die Stahlstrebe. Mit dicken Stahlschrauben montiert ein Bauarbeiter die Strebe durch die vorgefertigten Löcher an den Holzbinder. Ich würde sagen, einfacher als ein IKEA-Schrank. Beschriftung der Bolzen, der Träger. Das ist eigentlich wie Lego. Nach demselben Prinzip stellen die Männer die gesamte Dachunterkonstruktion fertig. Nun bringen speziell ausgebildete Industriekletterer die Folie für die Luftkissen an. Das Zentralgebäude erhält insgesamt 8 Luftkissendächer. Dementsprechend riesig ist die Gesamtfläche.
8000 Quadratmeter. Die Folie besteht aus einer vierlagigen Spezialmembran. Das besondere Material hat den Vorteil, dass es transparent und lichtdurchlässig ist, aber günstiger und schneller gebaut werden kann als ein Glasdach. Jeder dieser Folienabschnitte ist über einen Schlauch mit einem Generator verbunden. Dieser befüllt die vier Lagen dauerhaft mit Luft. Dadurch haben die eine gewisse Wärmedämmung, ne, und eine Tragfähigkeit. Wenn Sie es jetzt so sehen, ohne die nicht aufgeblasen sind, die sind nicht tragfähig. Wenn jetzt heute einen halben Meter Schnee fallen würde, wären die alle kaputt. Das komplette Dach hätte zum jetzigen Zeitpunkt, also 6 Monate vor der Eröffnung, schon fertig sein sollen. Das Problem? Diese Folienarbeiten, die gehen nicht, wenn es kälter ist wie 0 bis 5 Grad. Da können sie gar nichts machen. Und das hat uns im Zeitplan schon um einiges zurückgeworfen. Und das müssen wir jetzt gucken, dass wir es wieder aufholen. Ne? Die Industriekletterer bringen die Folien in das Rahmenprofil. Die grauen Punkte in der Folie reflektieren die Sonnenstrahlen und sorgen so dafür, dass sich die Folie später nicht aufheizt. Rund 1 Million Besucher pro Jahr erwartet der Mega-Ferienpark nach seiner Eröffnung. Und die ist bereits in 5 Monaten. 1000 Ferienhäuser müssen bis dahin fix und fertig stehen und bewohnbar sein. Um dieses Pensum zu schaffen, müssen die Männer jeden Tag 5 Häuser errichten. Eine gigantische Herausforderung, selbst wenn diese in Fertigbauweise montiert werden. Ein Autokran hebt die tonnenschweren Fertighauselemente an ihre vorgegebenen Positionen. Sie wurden von einem Hersteller in Belgien gefertigt. Der Aufbau für den Wände ist außer Fichte thermobehandelt. Dann kommt eine Unterkonstruktion, ist für die Hinterlüftung da, dass die Luft durch kann, dass wir dahinter keine Luft in den Stau haben. Einfach für Frischluft und dass wir im Sommer Temperaturen zwischen 60 und 80 Grad, dass einfach die warme Luft da weg kann. Und dann ist außen ist dann eine Holzfaserplatte, also sowas. Da ist alles auch drauf. Dann kommt der Holzständer. Zwischen den Ständer ist ausisoliert mit Glaswolle. Und dann ist innen drin ist nochmal eine OSB-Platte für Dichtigkeit. Die Monteure ziehen die Fertigteile mit einem Sparrenzug zusammen. Jedes Bauelement ist mit einer individuellen Zahlenkombination beschriftet, damit es an der korrekten Stelle verbaut wird. Außerdem sind die Bauteile bereits mit Dübeln versehen. So lassen sie sich schneller zusammenstecken und verschrauben. Wir haben in diesem Haus ungefähr zwischen 8 und 10 verschiedene Schrauben, Längen und Stärken. Wir haben von 6 auf 140 lang bis zu 10 auf 300. Bis man sich das mal alles merken kann, welche wo reingehört. Das ist es immer. Ein Highlight der Ferienhäuser sind die Badezimmer. Diese werden als fix und fertig eingerichtete Kabinen geliefert und montiert. Darunter legen die Männer Styroporplatten aus. Wir haben jetzt unten nivelliert, damit die Höhe vom Fußboden mit dem Kabinenboden übereinstimmt. Haben das ins Wasser gelegt und die Styroporplatten sind dafür da, um die Wärmedämmung zu gewährleisten. Schon schwebt die erste komplett fertig eingerichtete Badezimmerkabine per Autokran herab. Diese Kabinentechnik kommt normalerweise bei Passagierschiffen zum Einsatz. Die Elemente sind aus Metall in Leichtbauweise gefertigt und lassen sich gut transportieren. Die Kabinenbäder sind mit etwa 7000 Euro pro Stück teurer als herkömmliche Varianten. Dafür ist der Zeitgewinn bei der Montage enorm. Die Wasseranschlüsse sind bereits vorhanden. Außerdem können sie bei jedem Wetter eingebaut werden.
Im gesamten Ferienpark gibt es 5 verschiedene Haustypen. Von einfach bis gehoben. Von 56 bis 200 Quadratmeter groß. Inzwischen sind die Männer an der Fertighausbaustelle mit dem Abdichten beschäftigt. Und zwar mit Hilfe eines sogenannten Kompribands. Es dehnt sich um das 5-fache seiner ursprünglichen Größe aus. Das Band ist für die Winddichtigkeit. Das geht auf 14 mm. 10 Minuten, eine Viertelstunde. Jetzt bei diesen Temperaturen, wenn es kälter ist, kann es sein, dass es mal einen Tag braucht, bis es fertig ist. Aber das geht von alleine auf. Jetzt kommt hier das Dach drauf, die Schalung, und das drückt dann so drauf und dann ist dicht. Die Dachelemente bestehen aus thermobehandeltem Fichtenholz. Sie wurden ebenfalls in Belgien vorgefertigt und sind bereits komplett gedämmt. Dass alle Häuser ein Giebeldach bekommen, hat einen Grund. Der Ferienpark liegt mitten im Allgäu und hier fällt im Winter sehr viel Schnee. Auf einem Flachdach würde er liegen bleiben und es schlimmstenfalls zum Einsturz bringen. Nach gerade mal 10 Stunden steht das Fertighaus. Nur die Dachziegel fehlen noch. Diese Häuser sind fertig für die Inneneinrichtung. Davor werden sie von den Architekten Burkhard Hegner und Alexander Neuert penibel auf eventuelle Montagefehler kontrolliert. Der Balken muss da oben noch geschliffen werden, der ist noch schmutzig. Da ist teilweise die weiße Wand gemalt. Ja. Die Küche ist vollständig montiert, bis auf die Küchengriffe. Die Ferienhäuser werden vor allem deshalb so gründlich kontrolliert, damit sich eventuelle Baumängel nicht bei weiteren Häusern wiederholen. Also wir wissen auf jeden Fall, wo wir hinsehen müssen, weil sich doch diese Fehler immer wieder wiederholen. Ja, zum Beispiel, wenn ich das hier sehe, hier ist die Ecke abgesplittert. Ja, das ist so ein typischer Punkt. Man hat die Leiste eben mehrfach abgenommen, musste den Rollladen anpassen, hier entsprechend die Sockelplatte anpassen. Und dabei ist die Ecke da oben entsprechend abgebrochen. Hier gehört eine neue Leiste ran. Dank modernster Computertechnik erfahren alle Verantwortlichen sofort, welche Mängel entdeckt wurden. Der Schaden wird aufgenommen und wird jetzt auch über den Grundriss entsprechend markiert. Dass man jetzt also auch wird hier markiert, dass jede Firma hat dann einen Online-Zugang auf dieses Programm und sieht genau, hier ist der Mangel, der mich betrifft, den muss ich beheben. Und meldet nach Beseitigung des Mangels dann hier im Netz, in diesem Programm, entsprechend diesen Fehler wieder frei, diese Behebung des Fehlers frei. Neben den 750 Standard-Ferienhäusern werden im Park auch 250 sogenannte Exclusive-Häuser errichtet. Und zwar aus dem Holz der Bäume, die zuvor für den Bau des Ferienparks gefällt wurden. Jedes dieser Luxushäuser wird später sogar über eine Privatsauna verfügen. Nur noch 3 Monate bis zur Eröffnung des Ferienparks. Das 20.000 Quadratmeter große Zentralgebäude, Market Dome genannt, gleicht noch einer Großbaustelle. Kaum zu glauben, dass hier schon bald Gäste im Erlebnisschwimmbad tauchen, Kinder auf den Indoor-Spielplätzen toben und Besucher in den Restaurants die frisch zubereiteten Menüs genießen werden. Heute werden die Elemente der zentralen Großküche angeliefert und montiert. Mit rund 3 Millionen Euro kosten sämtliche Küchen, Getränke und Kälteinstallationen im Ferienpark in etwa so viel wie ein Mehrfamilienhaus. Anders als Standardküchen bestehen sämtliche Elemente dieser Großküche aus Voll-Edelstahl. Die Küchenelemente werden verschweißt und nicht verschraubt. Der Grund? Das Schweißen verbindet viel besser als verschrauben. Würde ich schon sagen. Und wenn ich schrauben würde, würde wahrscheinlich das Blech mehr beschädigen durch das Anziehen. Anschließend schleifen die Küchenmonteure die Schweißnähte penibel ab. Jetzt setzen die Männer den gigantischen Herd auf seine Unterschränke und montieren die Zwischenwand der Kochinsel.
In nur 3 Monaten soll hier schon für rund 5000 Feriengäste gekocht, geschmort und gebraten werden. Nach etwa 4 Stunden haben die Monteure den riesigen Küchenblock fertig aufgebaut und verschweißt. Er ist mit der neuesten und modernsten Küchentechnik ausgestattet. Hier haben wir die Einbauöffnungen für die 3 Fritteusen. Und hier haben wir eine Warmhaltewanne für die Pommes. Hier haben wir eingebaut 2 Wok-Kochstellen. Jede Kochstelle hat 5 Kilowatt. Daneben haben wir 6 Induktionskochstellen. Auf jedem Kochfeld 5 Kilowatt volle Leistung. Da geht's richtig ab. Ein weiteres riesiges Einbaugerät wird angeliefert. Es darf in keiner modernen Großküche mehr fehlen. Der Schockfroster. Allein schon das Aufstellen des monströsen Küchengeräts ist eine besondere Herausforderung für die Monteure. Wir kommen genau auf den Zentimeter genau herein. Wir müssen das Gerät jetzt drehen und dann hochstellen und das Loch absenken. Es ist höchste Vorsicht und Präzision geboten. Denn das Hightech-Küchengerät ist nicht nur extrem teuer, sondern auch extrem schwer. Aber für einen Kran ist in der Küche kein Platz. Die Männer müssen den Schockfroster allein mit Muskelkraft aufstellen. Der erste Versuch scheitert. Der Schockfroster steht schief im Loch. Das monströse Gerät einfach zu verschieben, ist wegen seines Gewichts von 1 Tonne nicht möglich. Die Männer probieren es mit der Hebeltechnik. Ob es damit klappt? Geschafft. Der Schockfroster steht an seinem Platz. Schon bald wird er für die Zubereitung und Lagerung von täglich rund 3000 Gerichten eingesetzt. Ich kann mit dem Wagen hier reinfahren und kann die Speisen in kürzester Zeit auf minus 30 Grad kühlen. Es geht in der Regel so, die Speisen werden zuerst gekocht, dann in den Schockfroster gefahren, um sie haltbarer zu machen. Und dann im Tiefkühlraum oder sie werden dann im Kombidämpfer wieder regeneriert. Die wichtigste Attraktion des Mega-Ferienparks wird das tropische Erlebnisschwimmbad sein. Rund 1800 Badegäste werden sich hier gleichzeitig auf mehr als 5 Wasserrutschen tummeln. Darunter eine mit Falltür, eine für spannende Wettrennen und 2 Reifenrutschen. Außerdem wird es hier die bislang längste Wildwasserbahn der Ferienparkkette in Deutschland geben. 3 Monate vor der Eröffnung ist allerdings noch keine einzige Rutsche fertig. Zum einen ist die Verschachtelung der Röhren für den Bautrupp eine logistische Herausforderung. Zum anderen kommt hinzu, dass die Männer die tonnenschweren Rutschenbauteile auch noch in 15 Meter Höhe montieren müssen. Und zwar auf den Zentimeter genau. Ein besonderes Highlight ist die Kraterrutsche, die über einen 12 Meter breiten und 15 Meter hohen Krater aus Stahl verfügt. Ihr Standort im schneereichen Allgäu ist dabei für den Bautrupp eine besondere Herausforderung. Aber bei dieser Rutsche ist es halt so, dass diese Rutsche schon einem Art Stahlbau-Hallensystem gleicht. Hier muss bei dieser Rutsche ganz besonders berücksichtigt werden, die Schneelast in diesem Gebiet. Allein das gewaltige Stahlbaugestell der Kraterrutsche wiegt 45 Tonnen. Deshalb wurde es in einem 60 cm dicken Stahlbetonfundament vergossen. Jetzt bestücken die Monteure das Stahlgerüst mit den Rutschenteilen. Sie bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, kurz GFK. GFK ist umgangssprachlich auch als Fiberglas bekannt. Damit sich später beim Rutschen niemand verletzt, laminieren die Männer die Übergänge der Rutschenteile mit Glasfasermatten und Polyesterharz. Anschließend glätten sie die Flächen der Kraterrutsche noch penibel mit einer Spezialpolitur.
Die Männer stehen unter enormem Zeitdruck. Schuld daran ist die extreme Hitze. Es ist Hochsommer und tagsüber herrschen Temperaturen von über 30 Grad Celsius. Wichtige Arbeiten an den Rutschen können die Männer deshalb nur abends durchführen. Das Problem bei der Hitze ist ganz einfach, wenn diese Topcoat-Schicht mit direkter Sonneneinstrahlung in Verbindung kommt, wird diese Oberfläche nicht hart. In diesem Stoff befindet sich ein Paraffin und das steigt durch zu schnelle Hitze zu schnell nach oben und dann wird es klebrig und dann kann man das nicht bearbeiten maschinell. Doch ist das Material erst einmal getrocknet, lässt es sich später im täglichen Umgang sehr gut pflegen. Wenn hier irgendwo mal ein kleiner Abplatzer oder irgendwas ist, wo die Leute sich dran schneiden können, muss die Stelle ausgeschliffen werden, wird neuer Topcoat eingebracht und wieder repariert, poliert und dann ist es wieder glatt. Mike Herr Klotz und seine Mitarbeiter bestücken jetzt das Stahlgestell der Kraterrutsche mit den Kunststoffelementen. Doch schon beim ersten Element gibt es Probleme. Es passt nicht. Ein Kettenzug soll Abhilfe schaffen. Hier kann ich anhand mit dem Hebel, können Sie hier jetzt sehen, dieses Teil kann ich spielend leicht, so wie ich das möchte, kann ich mir das in Position ziehen. Und deswegen sind diese Stützen in diesem Bereich hier unten noch nicht vergossen. Das wird erst zum Schluss gemacht, wenn dieser ganze komplette Korpus steht. Bis zu 7 Tonnen Gewicht kann der Kettenzug bewegen. Die Kraterrutsche besteht aus über 200 Einzelteilen. Der Preis 800.000 Euro. Doch dafür hat die Erlebnisrutsche auch eine Lebenszeit von etwa 20 Jahren. Noch 3 Monate bis zur Eröffnung des Ferienparks. Die Frontseite des Zentralgebäudes soll ein Vordach in Wellenform bekommen. Doch bevor das errichtet werden kann, müssen zunächst einmal die Fenster an der Außenfassade montiert werden. Mit Hilfe von Saughebern hiefen die Monteure die schweren, dreifach verglasten Sicherheitsfenster per Kran in die Öffnungen und schrauben sie fest. Jetzt beginnen Zimmermann Achim Singer und seine Mannschaft mit dem Bau des Vordachs. Für die spezielle Wellenform benötigt der Zimmermann zunächst sogenannte Holzleimbinder. Das sind die Balken für die Dachkonstruktion. Doch schon beim ersten Balken gibt es ein Problem. Das 3 Tonnen schwere, riesige Bauteil passt nicht auf die Befestigungsplatte. Und das in 11 Meter Höhe. Das Eisen ist angeschweißt und es ist vom Planer nicht vorgesehen gewesen. Da muss das Holz dann schräg sein, damit das Holz hier ganz anliegt, weil es ganz anliegen muss, weil sonst die Länge nicht stimmt. Mit einer Motorsäge macht Achim Singer kurzen Prozess und behebt das Problem. Jetzt können die Männer den Holzleimbinder montieren. Das nächste Vordachelement ist noch schwieriger zu montieren. Denn der Zimmermann möchte 3 weitere Pfosten an den Holzleimbinder befestigen und das Ganze dann in einem Stück aufstellen. Als Fußpunkt platzieren die Bauarbeiter ein Gestell aus Stahl auf eine vorbetonierte Bodenplatte. Vor dem Aufstellen des Binders wird selbst der routinierte Zimmermann nervös. Durch das Aufstellen weiß man noch nicht, wo sich die Kraft verlagert. Also das kann nicht sein, wir hängen da an und hängen da an und der hängt dann so schief. Und das ist ein bisschen das Problem. Dann kann es sein, dass es sich irgendwie verdreht oder was weiß ich was, was halt nicht kontrollierbar ist. Das ist gefährliche Grundlage. 5 Tonnen wiegt das komplette Element. Der Autokran schafft bis zu 14 Tonnen Gewicht. Die Pfosten wurden bereits mit Holzbrettern fixiert, damit sie nicht wackeln. Jetzt folgt der schwerste Part.
Die Pfosten müssen millimetergenau auf den Fußpunkt passen. Und das dauert. Es hat einfach daran gelegen, dass der Bündel jetzt schief gegangen ist und wir den nicht so einfach wieder abstellen können. Dieses Gerät hat 5 Tonnen oder 6 Tonnen. Deshalb setzen die Männer einen zweiten Kran ein, um den Winkel genauer ausrichten zu können. Nach rund 2 Stunden steht das erste Element. Von diesen Konstruktionen werden noch 5 aufgestellt, ausgerichtet und befestigt. Dann wird ein Stahlblech montiert, das zugleich die Tragkonstruktion von der Dämmung ist, vom Dach, wo dann eine Flachdachabdichtung draufkommt. Nur noch knapp 3 Monate bis zur Eröffnung des Ferienparks. Kaum vorstellbar, dass hier schon bald die ersten Gäste Urlaub machen werden. Bauleiter Dim Hemmeltjen und Parkmanager Christoph Muth kontrollieren, wie weit die Arbeiten in den einzelnen Bereichen sind und wo es noch hängt. Sorgenkind Nummer 1 ist die Wildwasserbahn. Mit 165 Meter Länge wird sie die größte der Ferienparkkette in Deutschland sein. Die Rutsche ist zwar fertig gegossen, aber die komplette GFK-Beschichtung fehlt noch. Um diese aufzubringen, muss der Beton aber erst restlos trocken sein. Und das dauert. Der Baufirma hat angegeben, in 1 oder 2 Sektionen arbeiten zu wollen. Dann haben wir festgestellt, dass es zu langsam war. Darauf gedrängt, dass man in mehreren Sektionen den Rohbau macht. Und deswegen haben wir einige Wochen aus der Bauzeit geholt. 3000 Kubikmeter Wasser werden hier später pro Stunde durchschießen. Im Zentralgebäude wartet das zweite Sorgenkind auf Manager Christoph Muth und Bauleiter Dim Hemmeltjen. Die komplizierten Natursteinarbeiten am Schwimmbecken. Das Becken muss ja fertig sein für die Öffnung. Wir müssen Wasserproben hier machen, wir müssen das Becken reinigen. Und wie man sieht, ist der Boden jetzt fast drin. Aber auch die Wände müssen noch gemacht worden, die Rinne müssen noch gewacht worden. So, das ist noch unser spannendes Thema. Denn die aufwendigen Verlegearbeiten gehen nur schleppend voran. Die Natursteine haben ja eine organische Form. Das sind ja nicht normale Fliesen. Die Naturstein ist nicht immer gleich dick. Wir müssen das alles verlegen, damit es gerade ist. Die Fugen nicht zu groß, nicht zu klein. Und das muss optisch auch gleich ausschauen. Die Arbeiter müssen eine 11.000 Quadratmeter große Fläche mit den Natursteinen aus Brasilien verlegen. Außerdem stehen noch die kompletten Böden der Schwimmbecken an. Durch diese soll das Wasser wie in den Tropen grünlich schimmern. Gigantische 350 Millionen Euro kostet der Bau des neuen Ferienparks insgesamt. Allein 3 Millionen Euro stecken in der Großküche. Die wird inzwischen eingeräumt. Chefkoch Fritz Steinhauser ist der Herr der Hightech-Küche. Das sind hier Gerätschaften, wo man also wirklich größere Mengen kochen kann. Hier haben wir ein Vario Cooking Center. Sehr genial. Die Erfindung, hier können Sie alles machen. Von Braten kochen, über Nacht garen, Niedertemperatur garen, was dann einfach schonender fürs Lebensmittel ist. Hier haben wir verschiedene Programme. Schmoren, kochen, über Nacht schmoren, über Nacht kochen. Außerdem gibt es 2 integrierte Wokpfannen und 6 Induktionskochfelder. Nur noch 6 Wochen bis zur Eröffnung des Mega-Ferienparks. Damit das Urlaubsparadies rechtzeitig fertig wird, arbeiten inzwischen 1.100 Mitarbeiter auf der Baustelle. Heute bekommt die Kraterrutsche ihr Dach. Das ist 13 Meter breit und wiegt gigantische 15 Tonnen. Für den Kran bedeutet das Aufrüsten. Das ist ja der Gegenballast, sonst kippt er nach vorne. Leergewicht hat der Kran 60 Tonnen und Zusatzballast, wo wir dann ballastieren, sind 72 Tonnen. Für den Einbau werden neben Extragewichten auch besonders dicke Ketten benötigt. Auf dem Dach gibt es 8 Fixpunkte, an denen die Männer die Kranketten befestigen werden. Doch das ist eine heikle Angelegenheit.
Denn das Dach hat keinen Hauptträger und ist deshalb instabil. Die Schwierigkeit dabei beim Anhängen ist, jeden Punkt darf man gleich zu belasten, sodass das Dach nicht zusammenbrechen kann, nach so, nach oben oder nach unten. Deswegen dauert es jetzt eine ganze gewisse Weile, bis wir genau das Maß haben. Und Sie können es ja selber sehen, ist alles ziemlich schwer. Schwer ist auch die Last, die das Dach künftig während der Wintermonate tragen muss. Wir haben ja das Problem, hier fällt ja sehr viel Schnee. Na? Und durch diese Trägerkonstruktion würde ja der ganze Schnee hier drin liegen bleiben und würde auf das Dach drücken. Auf dieses Dach kommt später noch komplett ein Tragschallendach, der zusätzlich die ganze Schneemassen aufnimmt, das ganze Gewicht. Es geht los. Die Bauarbeiter entfernen die Montagestützen. Wir müssen die Kette wieder länger machen. Bauleiter Mike Herklotz darf jetzt keinen Fehler machen. Das 15 Tonnen schwere Dach kann nicht mehr abgelegt werden. Dann gibt's kein Zurück. Das muss drauf, egal wie. Der Kran hebt das Dach an. Wird nur eine Kette falsch belastet, bricht es. Die erste Hürde ist geschafft. Mike Herklotz versucht, das 15 Tonnen schwere Dach zusätzlich mit einem Seil zur Rutschenbaustelle zu lenken. Doch das gigantische Gewicht ist nicht die einzige Schwierigkeit. Durch den Wind und durch alle möglichen, durch das Bauwerk an sich fängt es ja an, sich einzudrehen. Und durch die Seile wird das hüben und drüben ausgeglichen, dass man das punktuell genau oben drauf bringt, dass wir das positionieren können. Doch das klappt nicht wie geplant. Der Winkel stimmt nicht. So können die Männer das Dach nicht ablassen. Rutschenbauer Mike Herklotz bleibt dennoch optimistisch. Man kann nur das Beste draus machen, sage ich immer. Ja, weil Probleme bei der Montage gibt es immer. Die hat man überall. Ja, und dann müssen Lösungen her. Und die relativ schnell, weil Gerätschaften kosten alle Geld. Muss ja weitergehen. Und wir müssen sehen, dass wir bis heute Abend die ganze Sache hier abgeschlossen haben. Ja, weil wir haben nur heute den Kran. Mit Hilfe von Winkelschleifern sägen die Monteure Teile vom Dach ab, um das Problem zu lösen. Doch auch nach 2 Stunden sitzt es noch nicht. Wir müssen halt jetzt versuchen, erstmal mit kleineren Elementen, mit kleineren Schraubelementen, das Element zu sichern, dass wir das ein Stück ablassen können. Mal check, zieh mal! Dass wir dann die größeren Komponenten nach und nach ergänzen können. Weil das Dach vom Winkel her nicht hundertprozentig passt jetzt. Und da machen wir, sage ich mal, von einer kleineren Schraubengröße bis zu der richtigen, die dann reingehört, machen wir erstmal eine Absicherung, dass wir das Dach weiter nach vorne abnehmen können. Mit einem Kettenzug und verschiedenen Schrauben lässt sich das Dach nun endlich absetzen. Nur noch 5 Wochen bis zur Eröffnung des neuen Urlaubsparks im Allgäu. Bekannt ist die Ferienparkette für ihre vielen exotischen Pflanzen. Diese werden jetzt eingesetzt. Die meisten der 60 großen Bäume und Palmen stammen aus Südostasien. Nach einer einjährigen Quarantäne in Rotterdam dürfen sie jetzt im Ferienpark eingepflanzt werden. Ziehvater der exotischen Vegetation ist der Biologe Jean Henkens. Alle Bäume, die hier reingebracht werden, sind speziell ausgesucht. Das sind Bäume, die sind, der jüngste davon ist 35 Jahre alt. Der älteste später an, der hier stehen kommt, ist 450 Jahre alt. Zum Einpflanzen der Bäume und Palmen setzen die Männer einen sogenannten Spinnenkran ein. Seine Füße stehen auf Schutzplatten, damit der neue Estrich nicht beschädigt wird. Der Kran kann seinen Arm 8 Meter nach vorne und 15 Meter in die Höhe ausfahren. Der Baum, der jetzt eingepflanzt wird, ein Ficus racemosa, wiegt 3,5 Tonnen und ist rund 10 Meter hoch.
Er ist etwa 450 Jahre alt. Insgesamt verbrauchen die Gärtner 2500 Kubikmeter Erde zum Einpflanzen der Bäume und Palmen. Doch die Erde kommt nicht etwa aus dem Gartencenter. Sie wurde eigens für diese Pflanzen hergestellt. Die leben in der Natur zusammen mit einem Mikroorganismen. Ohne das Mikroorganismen kann die Baum nicht überleben. Ich habe das echt nötig. Ich habe in diesem Laboratorium die Mikroorganismen aufgezuchtet und wieder in den Boden injiziert, damit der Baum so schnell wie möglich neue Wurzeln machen kann. Der Biologe kann die Zahl der Mikroorganismen im Reagenzglas erhöhen. Anhand der Erde, der Blätter und der Rinde erkennt John Henkens immer, wie es seinen Pflanzen geht. Ich rieche das. Ich habe einen bestimmten Duft und ich kann dann riechen, wie gut das sind. Und ich rieche, dass der Mikroorganismus und der Baum das gut ist, dass das ein gutes Verhältnis ist. Da bei der anderen war das ein bisschen schwierig, mussten wir das auf neu machen, aber hier ist das gut gelungen. Jetzt dürfen sich die exotischen Pflanzen an ihre neue Umgebung gewöhnen. Nur noch 4 Wochen bis zur Eröffnung. Die ersten Exclusive-Häuser sind fertiggestellt. Auf einer Fläche von 78 bis 200 Quadratmetern bietet jedes dieser Luxusferienhäuser Platz für 4 bis 12 Gäste. Bauleiter Dim Hemeltjen und Architekt Nils Menger sind auf dem Weg zur Abnahme. Da haben wir noch ein paar Flecken an der Wand und eine Art von Fehlbohrung oder ich weiß nicht, was es ist. Und hier fehlt noch die Gardine. In ihrem Aufbau sind die Ferienhäuser von einem normalen Wohnhaus nicht zu unterscheiden. Doch im Badezimmer erwartet die Urlaubsgäste ein besonderes Highlight: eine private Sauna. Kostenpunkt für den Hausbau pro Quadratmeter 2000 Euro. So ein großer Auftrag ist auch für den Architekten nicht alltäglich. Ich denke, die Summe an sich, die 250, muss ich vorstellen, das sind 250 Reihen- oder Einzelfamilienhäuser und die in der Masse und der Zeit hinzubekommen, war doch schwierig. Ja. In 4 Wochen werden hier die ersten Urlaubsgäste einziehen. Nur noch 2 Wochen bis zur Eröffnung des Ferienparks. Heute steht die TÜV-Abnahme für die Rutschen an. Doch die Kraterrutsche ist noch gar nicht fertig. In der ersten Planung war das so vorgesehen, dass wir heute fertig sind. Allerdings hat sich der ganze Baustart verzogen. Also wir konnten erst viel, viel später anfangen mit der Montage als vorgesehen. Aber diesen Endtermin, den hat man nicht so verschoben wie diesen Baustart. Daher hängen wir jetzt einfach noch hinterher. Vom Erfolg der neuen Kraterrutsche ist Benjamin Sperlich allerdings jetzt schon überzeugt. Also das sehen wir schon, dass diese Standardrutschen einfach nur eine Röhre bei größeren Rutschenanlagen nicht mehr ganz so im Fokus stehen. Die hat man zwar, aber man will die Leute ja ziehen und das geschieht sehr gut über solche spektakulären Rutschen, wie man hier sieht. Sascha Alkewitz vom TÜV Thüringen ist zur Abnahme der Kraterrutsche im Ferienpark angekommen. Doch die Rutsche ist noch gar nicht fertig. Der Sachverständige schaut sie sich dennoch genauer an, wo er schon einmal da ist. So können die Rutschenbauer schon jetzt bestehende Mängel beseitigen und sind dann besser gewappnet für die eigentliche TÜV-Abnahme, die natürlich nachgeholt werden muss. Das sind die sogenannten Einzugshilfen, damit man mit dem Reifen später besser starten kann, damit man losrutscht auf dieser ebenen Fläche. Und da geht es zum einen natürlich bei diesen Stößen und an sich bei der Fläche, dass da keine scharfkantigen Stellen vorhanden sind, wo man sich jetzt eventuell schon gleich zu Beginn der Rutschfahrt irgendwie die Hände aufschürfen könnte. Die Rutschenbauer sind gespannt, was der TÜV-Experte zu bemängeln hat. Gibt's denn schon was? Nee, ne? Die Sauberkeit ist aktuell noch das Problem. Die Sauberkeit ist aktuell das Problem, genau. Aber das ist ja noch nicht ganz fertig, von daher sehe ich das ganz entspannt noch. Das Maß passt auch.
Als nächstes überprüft Sascha Alkewitz penibel jeden Stoß der einzelnen Rutschenteile. Da schreitet die Technik mittlerweile so weit voran, dass die Jungs von den Rutschenbauern das immer so gut hinkriegen. Was uns natürlich auch zugute kommt. Weil wir wollen natürlich wenig finden an Mängeln. Die Suche nach eventuellen Baumängeln dauert. Schließlich ist die Kraterrutsche insgesamt 100 Meter lang. Also hier haben wir jetzt so kleine Unebenheiten. Das ist von dieser Topcoat-Beschichtung so einfach so eine Farbspritzer, die dadurch auch so ein bisschen scharfkantig sein können. Da müssen halt die Monteure dann einfach nochmal drüber schleifen. Vertriebsmitarbeiter Benjamin Sperlich entfernt den Farbspritzer kurzerhand selbst mit einem Teppichmesser. Der TÜV-Mann ist zufrieden. Und ich sag mal, so ein ganz kleiner Feinschliff kommt eh nochmal beim Putzen indirekt mit. Also von daher wäre es an der Stelle schon behoben. Die Röhre hat einen Durchmesser von 3 Metern, damit hier später bis zu 3 Badegäste gleichzeitig auf einem Reifen durchrutschen können. Kurz vor der Kraterhalle bildet die Rutsche noch ein Gefälle, damit die Fahrt rasanter wird. TÜV-Mann Sascha Alkewitz muss sich auf seiner Fehlersuche hier sogar abseilen. Der TÜV-Sachverständige findet noch weitere Mängel an der unfertigen Rutsche. Hier sieht man jetzt ja zum Beispiel noch, dass diese Fugen noch nicht verspachtelt sind. Ist aktuell noch sehr scharfkantig. Man sieht diese Glasfasern, die hier noch überall herausstehen, wie hier zum Beispiel. Das ist halt wirklich noch im Rohzustand. Das Ganze muss noch entsprechend fertiggestellt werden. Und ist natürlich ein erheblicher Sicherheitsmangel, der penibel dokumentiert wird. Ich würde das halt einfach zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal in dem Sinne nachkontrollieren, um auch dann sicherzustellen, dass es für die Nutzer sicher ist. Nur noch 2 Wochen bleiben den Rutschenbauern, um sämtliche Mängel zu beheben. Bis zur finalen TÜV-Abnahme gibt es also einiges zu tun. Es waren jetzt Fugen, die noch gemacht werden müssen. Die größte Baustelle, das ist die, die wir hier gesehen haben. Das ist das Loch, was noch geschlossen werden muss. Und wenn das behoben ist, dann sind wir soweit fertig. Der Countdown für den Mega-Ferienpark läuft. Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis die ersten Gäste in die Ferienhäuser einziehen und ihren Urlaub antreten. Überall im Park wird unter Hochdruck gearbeitet, geschrubbt und geputzt. Die Rutschenbauer schließen das Loch in der Kraterrutsche. Und im Zentralgebäude verfugen Mitarbeiter die letzten Natursteinfliesen. Endlich dürfen auch die neuen tierischen Bewohner das Unterwasseraquarium besiedeln. Und die Ferienhäuser werden auf Hochglanz gebracht für ihren Erstbezug. Die Parkbetreiber erwarten rund 1 Million Gäste pro Jahr. Und dann ist es soweit. Nach knapp 2 Jahren Bauzeit öffnet der bislang größte Ferienpark der Centerparks-Kette in Deutschland seine Tore. Bereits seit Monaten ist der Urlaubspark restlos ausgebucht. Die ersten Gäste erkunden das rund 20.000 Quadratmeter große Zentralgebäude mit seinen 8 Luftfoliendächern. Noch 6 Monate zuvor wurden hier tonnenschwere Rundbögen montiert und 8.000 Quadratmeter Spezialfolie befestigt. Exotische Pflanzen aus aller Welt sorgen im Zentralgebäude für ein angenehmes Raumklima und Urlaubsstimmung. Gerade einmal 4 Monate ist es her, dass die Pflanzen eingesetzt und mit 2500 Kubikmeter Erde versorgt wurden. Wo knapp 2 Jahre zuvor noch ein Wald und einige Militärbunker standen, liegt jetzt ein gigantischer Ferienpark mit einer Gesamtfläche von 184 Hektar. Auf dem Gelände wurden insgesamt 1000 Ferienhäuser in 4 verschiedenen Kategorien für rund 5000 Gäste errichtet. Die Häuser wurden in einer sehr knappen Bauzeit von gerade mal 6 Monaten hochgezogen.
Unter dem neuen Vordach am Zentralgebäude können sich die Gäste nun im Biergarten entspannen. Weniger entspannt verlief dagegen der Aufbau des Designdachs 3 Monate zuvor. Die rund 5 Tonnen schweren Elemente waren für die Bauarbeiter eine besonders große Herausforderung. 200 Meter entfernt vom Hauptgebäude ist auf einer Fläche von 2400 Quadratmetern ein exklusives Spa entstanden. Hier können sich die Urlaubsgäste in diversen Dampfbädern und Saunen erholen oder in einem der Pools schwimmen und entspannen. Wer statt Entspannung mehr Action sucht, ist im Zentralgebäude, dem Market Dome, am besten aufgehoben. Auf einer Fläche von 6600 Quadratmetern ist hier ein Erlebnisschwimmbad im Tropenstil mit 5 spektakulären Wasserrutschen entstanden. Nur 6 Wochen zuvor kämpften die Bauarbeiter hier noch mit dem 15 Tonnen schweren Dach der Kraterrutsche. Und verlegten in penibler Feinarbeit tausende von Natursteinen in den Schwimmbecken. Nach dem Badespaß können sich die Gäste in einem der 6 Restaurants im Market Dome stärken. Fast alle Gerichte werden in der neuen Großküche gekocht. Bis zu 3000 am Tag. Rund 3 Monate zuvor war an Kochen noch lange nicht zu denken. Und auch der tonnenschwere Schockfroster stand noch nicht an seinem Platz. Nach 2 Jahren Bauzeit ist der neue Ferienpark der Superlative eröffnet. In den nächsten Jahren wird sich zeigen, ob sich die Investition von 350 Millionen Euro gelohnt hat.